Servus und herzlich willkommen bei der Ratschkattel, dem bayerischen Elternpodcast im Internet. Hier gibt's die ungeschönte Wahrheit über das Leben mit Kindern, Partnerschaft und allem, was dazugehört. Ihr könnt euch den Podcast auf iTunes, Spotify und diverse andere Anbieter downloaden. Und wenn es euch gefällt, dann abonniert uns und lasst uns eine gute Bewertung da. Wir freuen uns immer über Feedback. Wie er das vom Serien-Chris, der uns geschrieben hat, hey, hat mega Spaß gemacht, euch zuzuhören. Danke Chris, hat mich echt gefreut. Themen dieser Woche sind Working Mom und Urlaub mit Kind. Klappe. So, nächster Podcast. Wir sind wieder da. Wieder. Und unser heutiger Gast, das ist ganz lustig. Wir waren auf derselben Schule. Sie war, glaube ich, 2 Jahrgangsstufen über mir, war mit meiner besten Freundin in der Klasse und ich war mit ihrer Schwester in der Klasse. Und ja, irgendwann war die Schule vorbei und dann war sie weg. Und dann war ich im Rückbildungsyoga, glaube ich, war's, oder? Ja, warst du im PKIP auch? Nein, PKIP war's. Nein, da war ich nicht. Rückbildungsyoga. Und dann war die Inna wieder da und ich habe mich voll gefreut. Und ja, jetzt ist sie unser neuer Podcast-Gast. Podcast-Gast. Inna. Du bist Nina. Alle Nina. Inna. Du bist. Was ich über dich weiß, du bist, hast erst Geburtstag gehabt und bist 33 geworden? Ja, scheinbar muss sogar sein. 29. Ja, 25. Jetzt korrigieren wir da mal bitte, ja? Genau, du bist Realschullehrerin für Bio, Chemie und IT, bist verheiratet und hast eine wunderbare Tochter, die im August 2017 zur Welt gekommen ist. Also sprich, sie genau. Ist jetzt ja, 20 fast Monate. Ja, ein ja. Gerade nicht mehr. Also, Jungfrau? Ja, genau. Echt ja, ja, ich hoffe, dass sie tatsächlich auch... Noch ein bisschen was vom Löwen hat, oder? Nee, so ein bisschen. Also nee, Jungfrauen sollen ja angeblich ordentlich sein und so. Also man merkt es noch nicht, sie rannt nicht so gern auf. Aber vielleicht, das kommt vielleicht erst also noch. Also alle Jungfrauen, Frauen, die ich kenne, sind ordentlich. Ah ja. Das ist wirklich unheimlich. Bist also, du ordentlich? Ich bin jetzt nicht unordentlich, hätte ich jetzt gesagt. Aber also zum Beispiel, mein Mann ist auch Jungfrau und der ist, ja, das würde ich jetzt schon so als pedantisch bezeichnen. Also da, ja, also da müssen halt, Gott, Entschuldigung, wenn ich jetzt sagen. Aber also jetzt mal so ein Beispiel, also wenn jetzt da eine Stifteboxe ist, da müssen alle Stifte spitzen in eine Richtung zeigen. Wirklich? Ja? Oder bei den Gläsern muss halt immer das Label nach vorne gedreht sein. Ich finde das gut. Ich finde das gut. Also die einzige sympathische Frau, ich war ja die Katharina. Nein, ich glaube, also bei der Anshana also, ist es so, ich weiß, die hat also Extrembeispiel. Die hat auch einen Mann, der wahnsinnig gern Schnappsaugt. Also wirklich? Oh, also den ja. Könnte man aber einmal ausleihen dann. Ja, aber nicht immer. Ach so. Also ich glaube so, welche Voraussetzungen? Jeder, der das hört, mein Mann, putzt, obwohl, man muss ja den Satz anders formulieren, er putzt nicht gerne. Alex sagt immer, er macht es nicht gern. Und ich behaupte, lieber Alexander, es ist ein Zwang. Es ist wirklich ein Zwang. Es ist eine Zwangsneurose, ja? Weil dann, auch wenn er das nicht glaubt, aber es ist so, ja? Und wenn du dann deine Kinder ins Bett bringst, ja, und jeder Mami-Ratgeber auf ihren sagt, versuchen Sie abends die Stimmung etwas ruhiger zu halten, bringen Sie Ihre Kinder. Der Staubsauger. Ich will nicht, dass der Papi schon wieder Staubsaugt. 5 Minuten. Ja, das war die Stimmung abends dann leider nicht mehr so schön. Aber gut, ne? So viel dazu. Ja. Ja, unsere Themen. Was haben wir denn für Themen? Ja. Working Mom. Du arbeitest schon wieder. Mhm, ja, also seit September, also als meine kleine Tochter dann ein Jahr alt war, dann habe ich jetzt halt wieder zum Arbeiten angefangen, aber halt in Teilzeit. Also wie viele Stunden? Ich arbeite jetzt 50% von dem, was halt Vollzeit wäre. Also ich bin Lehrer, also das heißt, ich gehe 3 Tage bin ich in der Schule und einen Tag halt ein bisschen kürzer von den dreien. Also ich finde, das ist... Also gerade als Lehrer ist es nochmal, glaube ich, anders, wie man das halt Kind und Beruf verbinden kann, weil man halt wirklich die Wahl hat, wie viel will ich arbeiten. Ich habe jetzt halt mich für 50% entschieden, aber ich könnte auch sagen, mei, ich mache 20 oder ja, was weiß ich was. Also da ist man relativ frei in seiner Wahl. Bist du Beamtin? Ja, ich bin Beamter. Ah, ja, genau. Ja. Ja, also kann ich auch. Nur empfehlen. Ja, kann ich nicht anders unterschreiben, ja, ja, definitiv. Was hast du für Klassen? Unterschiedlich. Also ich habe, die kleinsten sind 6 Klässler, die ältesten sind 10 Klässler. Also, was ist einfacher?
einfacher. Also es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Also ich würde jetzt so sagen, bei den jungen Klassen ist es halt, die sind halt oft sehr undiszipliniert oder halt so. Also was mich halt dann meistens aufregt ist, dann haben sie einen Stift, keinen Stift dabei. Oder da haben sie ein Buch vergessen oder das vergessen. Also das ist halt einfach. Oder dann, gerade in der fünften Klasse, dann fangen sie zum Trenzen an, weil du irgendwas mit Blau schreibst und die haben kein Blau und dann, oh, was mache ich denn jetzt? Oder mein Heft ist leer, was mache ich jetzt? Ich bin froh, wenn ich wieder mal überhaupt der Stift ist. Oh Gott. Also das ich weiß, ist was du schon, meinst, ja. Also das ist, die sind halt so ein bisschen hilflos oft. Mhm. Und, aber sonst sind sie eigentlich ganz süß. Also die haben halt, finde ich, einen ganz anderen Bezug zu einem Lehrer, wie jetzt, also von der Grundschule ist man das ja noch so gewohnt. Also das, oh, das ist unsere Lehrerin und oh, die mögen wir so gerne und so. Und in der ist das noch so? Oder ist das Weil man sagt ja, also ich sage immer bei uns damals, wir haben noch so viel Respekt gehabt vor den Lehrern. Und heute teilweise spucken sie. Also ist das weniger geworden oder kannst du das nicht bestätigen? Mein Gott, dazu gleich mache ich das zu wenig lang. Ich bin jetzt gerade mal, ich mache das jetzt 9 Jahre. Also von daher habe ich da jetzt wahrscheinlich wenig Vergleich. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt die Schüler respektlos mir gegenüber wären. Ja, das also das habe ich, also das ist sind nicht so. Vielleicht die Großen so ein bisschen verdichtet. Bist oh mein Gott! Was ist der hier? Eine blonde Frau, ja. Bio! Da kommt sie wieder, ja. Ist das so? Na, also das kann ich mir jetzt auch nicht. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen alt, gell? Also. Ja, 25, also, ja. Ja, stimmt, ich bin jetzt 25, habe ich vergessen. Nee. Aber weil die 10-Klässler, die wissen halt, dass auf was, jetzt drauf ankommt. Ja, also ich meine, da finde ich es schon, merkt man schon, dass die halt jetzt, da hat es noch irgendwann geschnackelt und dann sind die. Nein, weiß nicht. Aber so Streiche oder so, gibt es das noch oder macht das eigentlich? Nein, irgendwie nicht. Nicht. Man, ja, ich wundere mich selber also manchmal. Nein, also gerade selbst so unsinniger Donnerstag. Ich meine, was da bei uns an der Schule immer los ist, unsinniger Donnerstag, das ist ja wirklich zugang, gell? Und bei uns ist wirklich alles verboten, keine Haarsprühfarben oder sowas. Nein, gar nichts, da ist gar nichts. Also ganz normaler Schultag, da würdest du gar nicht merken, dass unsinniger Donnerstag ist. Ist das von der Schule so? Oder ja, ist das, ja, okay. Das wird schon vorsichtig, dass da halt irgendwie nicht irgendwie da die Schüler ausrasten. Wenn das bayerische Schulsystem Verweis macht, dann... Ja, ja, weil schon, ne? Naja, gut, mein. Ja, das stimmt. Aber doch, wirklich, ich denke immer so, wenn ich sowas höre, so Respekt, ich wollte es nicht, aber so, wenn du das jetzt sagst, da habe ich ganz eine lustige Anekdote dazu. Ich war mit der Heckelfrau jetzt einmal am Spielplatz. Mit allen Kindern, 4 Kinder und dann waren 2 jugendliche Mädchen auf der Schaukel. Erzähl dazu, ja, erzähl. Und die waren richtig krass. Also die waren so richtig gerade in dem Alter, wo du sagst, ja, ich zeig's euch, ich bin die Coolste hier. Und die haben uns halt dann immer, weil wir haben zu den Kindern, was sagt man zu kleinen Kindern? Immer, nein. Die haben uns dann nachgeäfft und ich habe dann bloß gelacht. Und ich habe das gar nicht so realisiert. Und irgendwann sehe ich die Heckelfrau, die sich umdreht und schreit, was wollten ihr eigentlich? Wie alt seid ihr denn? Und dann schreit eines dieser Kinder zurück, mit hey, ich bin 11, was willst du? Und dann schreit sie, du bist viel zu fett, um 11 zu sein, lass mich bloß in Ruhe, was ist denn mit dem Respekt geworden? Sie hat einen sehr schlechten Tag gehabt. Ich habe gesagt, du bist nie 11. So fett wie 15. Entschuldigung, falsch erzählt. Ja. Deswegen ist sie ein bisschen traumatisiert. Von 11-jährigen Kindern, ja. Soll ich dir mal was sagen? Ich habe, bis ich glaube ich wirklich 18 war, also da habe ich mich nie getraut, zu einem Erwachsenen was zu sagen. Ach, nie. Ach. Anstand. War ich Anstand? Nein, ich du warst ja ganz brave, gell? Nein, ich habe da nein, das ist, darum geht es gar nicht. Das ist einfach nur dieses, warum soll ich denn jemand Fremdes beleidigen? Ja, weil du cool bist. Nee, also, ich war schon cool. Ich war schon ja, so man cool. Kann doch cool sein, aber ohne. Und ja, allein, wenn ich die Sprache höre, da tickt es bei mir aus, da geht ein Schalter um. Wenn da jemand nicht schön richtig spricht, das ist okay, geh lernen. Geh lernen, ja. Mein Gott, jeder hat einen Schatten, das ist halt mal. Deine Schwester hat mir geschrieben, du warst einmal ganz brav. Ja, also du ja, bist eigentlich nie schon. So eine also ich glaube, Brennphase gehabt. Nee, eigentlich bist nicht. Du warst komisch. Ja, ich, okay. Also ich könnte mich jetzt auch nicht daran erinnern. Dass ich da jemals. Siehste? Ja, wir waren ja eigentlich beim Working Mom-Thema. Ja. Ja. Wo ist deine Kleine denn da? In der Kita. In der Kita? Ja, wir haben das Glück gehabt, dass wir einen Kita-Platz gekriegt haben, was jetzt selbst da gar nicht mehr so einfach ist. Mhm. Aber also dadurch, dass halt, glaube ich, beide Elternteile arbeiten, ist es halt dann schon
einfacher dann noch einen Kita-Platz zu kriegen. Hast du die Eingewöhnung gemacht? Oder nee, mein Mann tatsächlich. Nein! Ja, ja, ja. Weil ja, wir haben einen Kita-Platz gekriegt ab Anfang September und Schuljahr startet ja Anfang, Mitte September und Eingewöhnung rechnet man ja so 4 bis 6 Wochen. Also es war auf jeden Fall klar, dass ich das nicht machen kann, weil also als Lehrer kann man sich tatsächlich keinen Urlaub nehmen, neben den ganzen Ferien, die man hat. Genau, und deswegen haben wir von vornherein gesagt, okay, dass er das macht. Und ich glaube, so im Nachhinein, also das hat wirklich super funktioniert. Okay. Und wo dann auch viele Erzieher dann gesagt haben, ja, also mit den Papas klappt es oft besser, weil halt das Ding ist, also kann unter anderem eben ein Grund sein, dass es besser klappt, weil die Kinder ja gewohnt sind, dass der Papa geht und wieder kommt. Stimmt. Und, das stimmt, ja. Und also der geht in die Arbeit und kommt aber wieder und bei der Mama ist halt mein... eigentlich ist immer da. Ja, genau. Ja. Eigentlich ist man immer... Ach, das kann mir nicht gehen. Genau. Alex wird mehr heulen als... Kind. Echt? Ja. Meiner war so, doch, das ist jetzt die Kindheit. Tschüss. Weg. Weg. Stopp, da ist dein Platz. Ja, also das, ne, wenn sie dann an der Tür sind, dann das Geile ist in unserer Küche, die haben so einen Glasausschnitt in der Tür. Weißt du, so einen kleinen Spalt, wo die Kinder wie so im Zimmer. Ach, aber Kita ist schon... Wie viele Kinder sind da? Also pro Gruppe sind es 12 Kinder, ja, maximal. Genau. Also ich glaube, und dann haben es 2 oder 3 jetzt hier pro Gruppe. Die genau. Linksmittag auch hier dann? Ja, ja. Also die Schlafmittag. Also ich hole es immer um 2:30 ab. Also das heißt, um 11 haben die Mittagessen schon und um 12 ist da Schlafenszeit. Und je nachdem, wie lange sie halt schlafen, haben sie halt dann auch halt noch Spielzeit bis um 2:30 oder halt... Ja, genau, so ist bei uns auch. Ja, und ich muss sagen, das funktioniert, also... Das hat auch viel gebracht für unseren Rhythmus daheim, dass man halt wirklich dann immer um 12 Uhr ist Mittagsschlaf und daheim ist halt auch immer um 12 Uhr Mittagsschlaf. Ja, das sind solche Gewohnheitsziele. Die ja, und ich finde, dadurch kann man halt einfach auch super planen irgendwie halt einfach. Das macht den Alltag einfacher. Meine Große hat sich dann immer geweigert. Die hat in der Kita, haben die auch, wie du sagst, so um 12 Uhr Mittagsschlaf gemacht und die waren ja so dressiert, das war ja total krass. 12 Kinder dappeln in einen Raum, piep, 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 piep. Leda legt sich in sein Körbchen, die haben ja wie so kleine Hunde. Ist unser Hundekörbchen, das ist so süß. Jeder legt sich hin und dann hat die Erzieherin so gesagt, so, gute Nacht, Tür zu. Und ich dachte schon, boah, wie assi sind das. Also da drin wird jetzt bestimmt jeder heulen und oh Gott, ich bin alleine. Nix, Pustekuchen, Tür zu, alle haben sie geschlafen. Wenn ich das zu Hause machen wollte, nein, ich will nicht schlafen. Genauso wie zu Hause war kein Leben ohne Schnulli möglich. In der Kita morgens brauche ich nicht. So willst du mich eigentlich verarschen. In der Kita brauche ich den nicht. Ja, schön. Ja, aber das ist halt dieses Gruppending, glaube ich auch. Ja. Ne? Wenn es keiner hat, dann... Aber schlafen die da allein bei euch da? Mhm. Ach krass. Aber das ist auch gruppenabhängig, lustigerweise. Mhm. Also ich war anscheinend so in der SS-Gruppe, wo sie... aber die Kids, also die haben das angenommen. Mhm. Also so wie ich das mitbekommen habe, in der anderen Gruppe, da geht sie halt dann mit rein oder eine geht mit rein und kuschelt sich vielleicht noch an einen, der es braucht oder so und legt sich hin, bis alle schlafen. Aber bei denen sagt Tür zu. Aber es hat auch keiner gemeint und beschwert. Also ich war dabei, ja. Ich kann bestätigen, den Kindern geht es gut. Ja. ja, hat funktioniert alles. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist dieses Gruppending. Ja. Das ist bei allem, mit dem Essen, mit dem Spielen. Ja, bestimmt. Hast du festgestellt, dass er einen Sprung gemacht hat? Weil man sagt ja immer, wenn es mehr mit anderen Kindern, dann lernen sie ja viel schneller. Ja, ja, auf jeden Fall. Was macht es denn jetzt schon mit 20? Was Kinder denn mit 20? Abi. ja, also sie überlegt gerade, was sie studieren soll. Ja, ist sehr schwierig, gerade die Entscheidung. nee, also Gott, was kann mein Kind? Mein Kind ist natürlich das beste Kind der Welt. Flugi schon. Na, selbstverständlich. Ja. Nein, kann sie nicht. Okay. Nein. Also und. das war so krass. Nein, kann sie nicht. Also sie macht auch keine Anzeichen, dass sie das demnächst können könnte. Also ich sage immer, gell, sag doch, wenn es zumindest groß muss oder sowas. Aber also man sieht es dann im Gesichtsausdruck und dann frage ich immer, machst du gerade in die Mitte? Ja. Und dann also sprechen tut schon eigentlich relativ viel. Echt? Ja. Und also das ist schon cool. Also auch, jetzt fängt sie gerade an, auch so Zwei-Wort-Sätze zu machen. Also ihre liebsten Gesprächsthemen sind über Essen. Und dann sagt sie halt... Bäh, 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 bäh. Nein, also zum Beispiel mehr Tomate oder sie kann sagen, weiß nicht, sowas. Oder Papa leer, wenn der Papa schon aufgegessen hat und solche Sachen sagt sie. Aber das ist doch meistens so eine Schalternummer, oder?
Also ich habe das Gefühl gehabt bei meiner Großen, das ist von einem Tag auf den anderen da. Dass das jetzt nicht so die große, ich glaube, also, oder? Wie war das bei dir? Ja, also ich bin selber halt oft erstaunt, so, oh Gott, was kannst du von gestern, also von gestern auf heute, was hat jetzt da neu gelernt, deswegen, ja, auf jeden Fall, also das ist plötzlich so ein Ding, so, hä, was ist jetzt passiert? Also, aber das finde ich so faszinierend, dass das so oft passiert, dass man halt irgendwie so dieses Ding hat, so. Wo war ich die letzten 4 Wochen? Ja, wirklich, es ist aus und auf zu sagen, ey, was ist jetzt los? Ja, aber ich glaube, dass das auch an der Kita liegt, weil die haben halt schon irgendwie so ein bisschen den Fokus auf Sprache, ganz viel Lieder singen und so Zeug. Ja, und cool. Ich spreche ja zu Hause nie mit meinem Kind. Ja, ich hab festgestellt, ich bin so dieser Babysprachendepp. Ich wollte das eigentlich nie werden, aber Wawa, Kulimu, irgendwie so. Ich ertappe mich da selber und denke, ja, red doch normal mit ihm. Deine Mama, hast du mit dir gesprochen? Weil ich glaube schon. Ich bin heute noch Herzepoppe, Osche, Gocke, Mausi, Berlin. Ja. Ja, schön. Also, naja. Da weiß man immer sehr gut. Jetzt red die schon. Ja, bei uns ist, der ist, wie gesagt, unsere sind 2 Tage auseinander. Bei ihr hörst du schon ungefähr, was sie meint. Und bei meinem ist eigentlich da. Das ist immer nur da. Das ist jetzt seit weiß ich nicht wie vielen Monaten. Aber er macht das in ganz vielen verschiedenen Varianten. Das stimmt. Da! Vielleicht würde man sagen, wenn man weiß. Aber er kann sich ja ausdrücken mit dem einen Wort. Richtig. Also, richtig. Ja, ist dann schon mal. Aber ich glaube, wir sind generell wirklich beide, ohne unsere Kinder jetzt wissen zu wollen, ein bisschen hinten dran. Nein, aber das glaube ich doch nicht. Sprachlich, weil ich kenne das von der Großen, die hat auch ganz lang gebraucht, bis sie was gesagt hat. Ja, vielleicht, weil die anderen Kinder fehlen. Ja, aber die sind ja zusammen. Ja, es sind ja 2 Kinder, das ist ja wieder was anderes. Du meinst, dann kann ich sprechen, also kann ich auch nicht sprechen. Ja, brauchst du immer einen größeren, von dem du das abschaust. Ja, weil die haben ja auch Geschwister. Ja, das ist bei dir was anderes, bei uns redet sonst eigentlich keiner. Ich mein zu Hause alle da! Da! Elli! Katharina, kannst du mal? Aber naja. Ist das dann so, weil ich bin, wir haben uns entschieden, dass der Kleine zuerst zur Tagesmutter kommt und dann einen kleinen Kindergarten. Mhm. Das war bei dem Großen also und das muss sehr gut funktioniert haben und ja. Ja. Und ich habe jetzt echt, ich werde am Montag anrufen und jetzt fragen für September und ich habe da wirklich. Schnuckelein. Was ja, weißt du auch? Ja. Also da habe ich das Problem, nicht das Kind. Mhm. Und ist das, hast du manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn du es in Kita bringst? Es gibt im Moment, also jetzt zum Beispiel war es das erste Mal jetzt gerade am Montag, da war jetzt eine Woche Ferien und war seit der Zeit nicht in der Kita und da habe ich es gebracht und dann hat es zum ersten Mal richtig schlimm geweint, als ich es abgegeben habe. Und da habe ich mir schon gedacht, um Gottes Willen, was mache ich da? Weil so, ja. Ist es das wert, dass, nur damit ich in die Arbeit gehen kann, dass mein Kind jetzt da sitzt und heult ohne Ende, wo man denkt, oh Gott, das ist ganz schlimm. Das ist aber dann auch tragisch. Also ich kenne das, wenn ich ihn zur Oma bringe, das ist dann auch alles gut, aber in dem Moment, wo sie da so schreien, das ist wirklich schlimm, ja. Aber davon ist super, da hat die Erzieherin gesagt, wir machen es kurz und schmerzlos, ich soll einfach schnell gehen. Ja. Und das war, ich habe das gebraucht, dass sie gesagt hat, was ich jetzt machen soll, weil ich bin wirklich da gestanden und habe nicht gewusst, was ich jetzt machen soll. Und dann hat sie gesagt, ja, ich soll gehen. Ja, genau. Ja, wirklich. Also, oh Gott. Ja, das ist schlimm, diese Schnappatmung kann auch anders. Ganz schlimm. Meine Erzieherin war mal so süß, wo das passiert ja jedem manchmal und die hat mich tatsächlich angerufen danach. Die hat mich, ich war auch wirklich in die Arbeit und habe echt so, Steuercocktail. Und dann klingelt es halt die Kita, oh mein Gott, Panik. Ja, ich wollte nur sagen, der Katharina geht's gut. Oh Mann. Ja, Gott sei Dank. Aber es ist schon hart. Und einmal ist es mir aber auch andersrum passiert, gell? Das ist mein Kind, ja. Yay. Dann hat sie morgens schon im Bett irgendwie so, Mami, mir geht's nicht gut. Und mein Gott, ja, Bob, ne, geht schon, papa. Und dann habe ich sie reingebracht und sie hat nicht geweint, aber sie war schon so, weißt du, wenn sie dir das schlechte Gewissen noch extra macht. Ja, ich gehe, aber mir geht's. Gut, dann der Blick nur der. Du, ich war kaum, ich meine, ich bin ja immer nach München dann reingefahren, ja, da brauchst du ja auch geschätzte 3 Stunden im Berufsverkehr, ja. Kaffee gemacht, PC an, Handy, Kita. Hallo? Ja, die Katharina hat 40 Fieber. Ich komme. Piep, piep, Kaffee und wieder raus. Ach, ja. Also, und da denkst du ja andersrum, hättest du vielleicht mal deinem Kind ein bisschen vertraut, wenn es ihm nicht gut geht. Ja, gut. Ja, wie ist das Maus ist verkehrt? Ja. Warst du schon mal krank?
Ja, tatsächlich. Also seit Kita natürlich öfters als vorher. Oh Gott, na. Aber also ich meine, das Schlimmste ist jetzt eigentlich, finde ich jetzt nicht, als arme Kind, dass das Kind krank ist, weil das ist, wenn sie jetzt halt irgendwas hat, dann spuckt sie zweimal und dann ist es wieder gut. Ja. Aber mein Mann und ich, wir sind danach die nächsten 4 oder 5 Tage. Wir sind völlig aus dem Leben gerissen. Sind tot, gell? Ja. Also ich verstehe es nicht, in ihrem kleinen Körper, was die da ranzüchten müssen für. So aggressiv, diese Magen-Darm-Grippe, diese 3 Tage. Wir haben es gleichzeitig gehabt. Ich habe 3 in der Früh, der Kleine ist neben dem Klo in einem Eimer drin gehängt. Der hat brüllt, ich habe dem Kind nicht helfen können, weil ich selber... Der andere ist neben mir gesetzt, der Vati war über dem Waschbecken so... Das ist, ich habe sowas auch nicht gekannt vorher. Nein, überhaupt nicht. Ja. Wirklich, da war ich total resistent. Aber das, was man da mitkriegt, das ist wirklich, das ist der Horror. Aber mir ist auch schon 2-mal passiert, dass ich in der Arbeit angerufen worden bin, dass ich sie halt holen muss. Schon, ja. Aber das geht dann auch, oder? Ja, also ich weiß nicht, wie es in anderen Berufen... Ja, es ist natürlich schon eine blöde Situation. Also gibt's nicht. Ja, also normalerweise wird dann sofort eine Vertretung organisiert halt dann und dann. Aber deinen Mann anzurufen, das ist jetzt nicht die Option. Also doch, das geht schon auch. Also ich habe schon, es sind schon was manchmal so Tage. Der ist Ingenieur für BMW. Nein, der ist in Unterschleißheim. Ah ja, okay. Aber bestimmt alle, ja. Es arbeiten ja nur 3 Leute. Genau. Wie geht's? Was wie viele Podcast ist es? Der 4. jetzt? Ich glaube 3 waren bei BMW. Und immer ist schön. Ja, wir werden gern gesponsert werden im Übrigen. Wir brauchen eine Berufsausbildung. Mercedes. Ja, das wird schon gehen, wenn ich dann sage in der Früh, heute muss ich ein paar Extern schreiben und heute habe ich Schulaufgabe, heute kann ich auf gar keinen Fall abholen. Dann macht das schon. Ja. Die sind ja sehr familienfreundlich, BMW. Oh, man munkelt, ne? Ja. Wie schaut es mit dem 2. aus? Na, aktuell tatsächlich kein Plan. Ich mag keine Kinder, weil es ist einfach ja, mit 2 ist ja einfach eine andere Ausgangsposition, finde ich. Ja, also aber ist es wirklich jetzt gerade so eine Phase, jetzt in dem Alter, wo unsere sind, dass ganz viele jetzt gerade das 2. Halbgrad angehen oder schon rumtragen. Und das ist schon so ein bisschen so... Aber ganz ehrlich, nein, jetzt gerade. Ja, jetzt ist ja erst eine Zeit, wo es wieder leichter geworden ist. Ja. Also, ich finde, du warst ja jetzt wirklich mit der Schwangerschaft 2-3 Jahre weg. Ja. Also, nur. Und jetzt werden sie selbstständiger. Und dann gleich nochmal eins. Das war bei uns genau der Zeitpunkt. Da sind wir erstmal in Urlaub gefahren, weil es ja als süßes Alter eigentlich jetzt ist. Ne? Wie du sagst, sie reden, sie können sich ein bisschen hier mitteilen und sie laufen und bababa. Und deswegen waren wir auch 3 Jahre. Also meine sind 3 auseinander, weil du dann irgendwann kommt dieser Punkt, dann fängt der Kindergarten an, denkst dir, ja jetzt oder nie, ja. Wenn du noch eins willst, ja, dann und zu weit sollten sie ja auch nicht auseinander sein, ja. Aber was stimmt schon. Aber obwohl ich sagen muss, bei uns gibt es auch Mädels, die sind nur 1 Jahr auseinander, da war die 2. halt so der Unfall, will ich nicht. Ja, aber überraschend, das kam überraschend. Überraschender Segen, ja. Und das ist jetzt natürlich auch cool, ne? Also wenn die nur so 1 Jahr auseinander sind, das hat auch irgendwas. Ja, für die Kids halt, ja. Also immer Vor- und Nachteile. Bei uns ist, wie gesagt, der Große ist mein Bonuskind. Also da habe ich die ersten 5 Jahre nicht so mitgekriegt. Und der ist jetzt 9 und der Kleine wird jetzt dann auch 2. Und ich finde, es hat schon Vorteile. Ja. Also gerade weil der Große halt schon so... Der sitzt hier am Schreibtisch hin und schreibt irgendwas und der Kleine sitzt mit im Zimmer und spielt. Ja. Und es ist halt oft so, Mama, ich will bei dir bleiben, ich will bei dir spielen. Mhm. Und so, wenn der Große mit im Zimmer ist, dann ist das in Ordnung und er schaut sich auch wirklich voll ab. Es hat auch Vorteile und er kann irgendwann mal babysitten. Das heißt halt mit einem Jahr Unterschied nicht. Ja, das stimmt. Ja, ist, aber wie du sagst, ich glaube, das hat alles Vor- und Nachdingen. Ja. Irgendwann, wenn der Leo in der Pubertät ist, dann will der vielleicht nicht mehr mit seinem kleinen Bruder. Ist mir scheißegal. Der geht mit. Gezwungen. Aber jetzt zurück, generell schon noch eins. Oder weißt du gar nicht? Nee, also jetzt gerade, wir haben gesagt, also wir sind jetzt eigentlich ganz gechillt. So Mai, jetzt ist also es gerade so, wie es ist gerade schön. Und wenn uns jetzt in 1 Jahr oder in 2 Jahr oder in 3 Jahr einfällt, gut, dann wird es langsam ein bisschen schwierig im Alter. Aber wenn uns das dann einfällt, dann haben wir, dann das ist ja auch kein Problem, dann machen wir das halt dann. Aber von daher, 25, gell? Ja, genau. Ich habe noch lange Zeit. Aber meine Eizellen sind ja noch frisch.
Ja. du bist mit zwei Schwestern aufgewachsen. Mhm. Mit der Mama. Oder war deine Mama war alleinerziehend, glaube ich, oder? Nein, also unsere Eltern haben sich getrennt, da war ich schon 17. Ach! Genau, und meine jüngste Schwester war dann 10. Also meine jüngste Schwester. Wie seid ihr gestaffelt? Die mittlere ist 2,5 Jahre jünger als ich und dann die jüngste eben 7 Jahre. Also wir haben zur kleinsten dann schon ein bisschen einen größeren Altersunterschied. Also das war dann eh, glaube ich, ähnlich wie bei deinen zwei Kids, so, dass ich dann oft auf die ganz Kleine aufpasst habe und so. Und ich weiß auch noch, dass ich die oft in den Kindergarten gebracht habe. Und ich habe immer ihren Kuchen gemacht für. Also ich habe eine kleine Schwester dann gewünscht, so auf die Art, oder? Nein, ich glaube, das ist einfach passiert. Auch ein Segen. Ja, also laut meinen Eltern war schon geplant. Aber also ich bin sehr froh, dass wir zu dritt sind. Also da, ja. Das wäre halt eigentlich auch der einzige Grund, wo ich gerade sage, das wäre schade, wenn wir jetzt ein Einzelkind hätten, weil es halt einfach das Ding, was ich halt habe mit meinen Schwestern, das war also wir verstehen uns einfach so gut, das hätte ich halt schon für mein Kind auch gern, dass das irgendwann mal das hat. Deine Schwester hat mal geschrieben, ihr habt mal zeitlich nicht ganz so viel Kontakt gehabt und dann habt ihr einen Blog gegründet. Mhm. Apple 3. Mhm. Erzähl mal was. Ich finde das so cool. Ich finde da die Idee so cool, weil es alle so verstreut ist. Oh Gott. Also, soll ich jetzt sagen, was wir machen? Also, ja, machen wir Werbung. Ja, genau. Also, Achtung, jetzt folgt Werbung. ja, also wir schreiben einen Blog zusammen. App 3 heißt es, also 3. Wir ärgern uns oft über den Namen, weil der sehr schwer auszusprechen ist, wenn man dann irgendwie ist. Und es ist auch kein Schreibfehler, dass wir nicht Baum schreiben können auf Englisch. Das wird uns auch oft erzählen. Da bin ich gar nicht drauf gekommen, aber geil. Die Blöde. Ja, also gibt's alles. Genau, wir... Das ist wie euer Nachnamen, gell? Genau, richtig. Also wir haben, also bevor ich geheiratet habe... Nee, ab. Richtig. Genau. Das sind halt die Apfels. Und genau. Und ja, also wir bloggen zusammen über, also vorrangig machen wir Essensthemen, Food, also wir machen selber Rezepte oder besuchen auch Restaurants und machen da halt irgendwelche Reviews und genau, und das, was halt einfach cool ist, ist für uns halt, wir wohnen halt wirklich jetzt schon lange ziemlich verstreut. Die Sanja wohnt in London, die Anja wohnt aktuell in Malmö in Schweden und hat halt vorher 3 Jahre in Wien gewohnt. Und also wir haben ein super Verhältnis zueinander, aber das Ding ist halt, wir wohnen so weit auseinander. Mhm. Und dadurch ist es halt schon, also das bringt uns den täglichen Gesprächen, die man halt so hat, so oh, jetzt habe ich das gemacht und das gegessen und sowas, was man halt sich an der Schwester ganz dringend jeden Tag mitteilen muss. Also das ist schon, also ja. Also, das also für meine Schwestern sind schon so das Beste, was man so haben jetzt kann. Ihr teilt euch ein Account. Das, genau. Das funktioniert. Ja, also, das ist ja, unser vorrangiges Medium ist halt der Blog. Also da ist es mit Account-Teilen ja kein Problem. Mhm. Da. Und Instagram haben wir halt auch einen Account. Lustig. Das ist cool. Ja. Das ist ja echt lustig. Ja, also Schwester, ich hätte auch keine Schwester gehabt. Nur einen großen Bruder gehabt. Obwohl ich dann die Kerle von denen meinem Bruder. Der ist auch natürlich. Wobei, meine Schwester war ja auch jahrelang mit einem zusammen, mit mir in die Klasse gegangen ist. Also das war ist jetzt halt auch nicht. Und ist jetzt auch noch ganz intensiv mit Leuten befreundet, die in meinem Jahrgang waren. Also von daher, das geht auch bei Schwester. Habt ihr Männerstreit gehabt unter Schwestern? Nein. Nee, eigentlich. Dachte ich, dass ihr so ein bisschen weiter auseinander seid. Ihr seid aber komplett verschiedene Typen. Also ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber früher absolut. war das ja, ja, echt? Total. Hättest nie zusammengebracht eigentlich. Ja? Ja? Wirklich? Optisch eigentlich auch? Ja. Ja. Also genau. Ich glaube, wenn man uns 30, also wenn es nicht im ersten Moment nicht, dass wir mehr Geschwister sind. Also ich würde mal sagen. Das heißt, weiß ich nicht, aber damals war es auf jeden Fall nicht so. Ja, ja. Echt? Und auch die Jüngste schaut auch wieder nochmal ganz anders aus. Wie hast du jetzt deine Schwestern so weit weggebracht? Ja, die Anja, die ist zum Studieren erst nach Wien halt und dann wollte sie halt noch einen Master machen. Dann hat sie geschaut, wo kann ich den machen? Ja, gut, gehen wir nach Schweden. Okay. Und in was? Was macht die? Die hat Psychologie-Bachelor gemacht und macht jetzt Master-Kriminologie. Das finde ich noch geiler. Na, die Angel-Weiß! Ja, also im Juli ist sie mal für 6 Wochen in München. Also. Sie ist eins. Im Juli. Juli. Ja, passt. Also sie meint echt coole Sachen. Und, aber das ist ja schon, das muss schon Packung tough sein auch, oder? Also es ist Mei, ich glaube, jetzt aktuell, was sie macht, ist ein Haufen Research lesen und Paper schreiben. Mhm. Aber sie ist jetzt bald fertig. Also jetzt Anfang Juni ist fertig mit dem Master. Genau. Und die Sunny ist ja nach London.
die macht jetzt da Au-pair. Also die wollte halt einfach, also ich glaube, so ihr Ding ist, ich will nach London, scheiße, was kann ich machen? Der taugt so war. Ja, ja, total. Das ist halt, die ist halt voll für die Großstadt gemacht. Also da bei uns, da wird sie eingehen. Also echt, selbst Sunny? Die, ja, ja. Selbst, und also du bist selbst, im Neufahren. Ja, ist auch schön. Ja, Wahnsinn. Oh, genau. Schön. Ja, toll. Sieht man so ein bisschen Fernsehen, ne? Zweites Thema, Urlaub mit Kind. Mm. Urlaub mit Kind. Fang ich mit einer Geschichte an. Wir waren jetzt im Familienurlaub mit beiden Omas und einem Hund. Und meine zwei Kinder, mein Mo war dabei und nur ein Freund von dem Großen, also zwei Neunjährige haben wir dabei gehabt. Und ich bin wirklich wochenlang vorher schon, wir waren da letztes Jahr schon mal und der Kleine läuft halt jetzt. Und ich bin wochenlang davor jedem auf den Sack gegangen, wirklich penetrant. Ich darf das Kind nicht allein lassen. Ich habe ihn sogar alleine gekauft. Ich habe ihn wirklich alleine gekauft. Weil ich so viel Angst gehabt habe, dass der in den Pool reinfällt. Und jeder Oma habe ich am Tag, glaube ich, 20 Mal gesagt, die waren schon alle so pisst. Und es ist nichts passiert. Und am letzten Tag gehe ich mit ihm nur so Abschlussrunde und schaue mal. Und er geht einen halben Meter vor mir. Und ich sehe es aus den Augenwinkeln, der grinst mich noch an. Flupp, und weg war er. Und ich so, wow. Da war Gott sei Dank so eine Plane drauf. Also er ist nicht komplett runtergesackt, sondern er war schon unter Wasser, aber halt auf der Plane drauf. Und da ich halt einen Schritt weg war, habe ich ihn dann gleich rausgezogen. Ich glaube, er hat schon mal viel mitgenommen, kurz. Aber es ist nichts Größeres passiert. Und ich bin, glaube ich, 5 Minuten mit diesem schreienden Kind, beide batschnass, neben dem Pool gesagt. Der hat wahrscheinlich nur geschrien, weil du ihn so gedrückt hast. Ach, brutal. Ne? Nein, wirklich, ich hab so Angst gehabt. Ja, ich kenne ihn. Wie ich den rauszog, habe ich mir nur gedacht, was tust du, wenn der jetzt nicht mehr schnauft? Was tust du jetzt dann? Mhm. Oh Gott. Ja. Also das war so schlimm. Pool ist gemein. Ja. Pool ist richtig ätzend. Ab wann gibt es einen Schwimmkurs? Du weißt das. Ab welchem Alter? Ja, 3 hat aber erfahrungsgemäß bei mir nicht viel gebracht. Schön. Obwohl ich was ganz Lustiges jetzt gesehen habe, weil wir zum Thema Urlaub, wir fliegen in die USA zu meinen Schwiegereltern und die haben auch einen Pool. Und wir waren ja mit der Großen damals auch schon drüben. Und jetzt haben wir aber gedacht, die sollte doch mal einen Schwimmkurs machen, die wird ja jetzt 5. Dass man vielleicht ein bisschen auf der sicheren Seite ist. Mhm. Ja, Schwimmkurs hat bei ihr nicht so hingehauen. War nicht so toll. Aber was ich eigentlich damit sagen will, Schwimmkurs ist ja schön hier. Und jetzt habe ich auf einem Instagram-Account von wem auch immer, ich weiß nicht mal, wie sie heißt, auf jeden Fall wohnen die auch in den USA und da ist ja halt gängiger auch, dass jemand einen Pool hat. Und da lernen die Kinder schwimmen, aber nicht schwimmen, sondern das Überlebensschwimmen sozusagen. So schon wie ein Hund halt. Das Hundeschwimmen. Ja. Und ich finde es nicht blöd, ganz ehrlich. Weil sie bei uns im Schwimmkurs immer gesagt haben, nein, das Paddeln, das verwirrt nur das Gehirn und bababa und das ist ein völlig falscher Weg. Aber ich meine, die können sich über Wasser halten und sie können zum Rand schwimmen. Ja. Ja? Ich meine, klar sollst du es nicht ausprobieren, komm, los, mach. Ja? Aber ich finde es für den Fall der Fälle, finde ich es eigentlich schon gut. Ich habe das mal gesehen, wo es ganz kleine das gelernt haben, das so atmen, dass du oben bleibst. Ja, dieses Ruhige, ne? Dass du zurücklegst und dann so schnaufst, dass du über Wasser. Das ist schon. Das ist in einem Jahr schon, gell? Was schon. Ja, das hätte man mir vielleicht auch gebraucht. Was ist bei euch mit dem Urlaub? Wart ihr schon? Fahrt ihr? Was habt ihr vor? Wir waren schon relativ oft. Aber ich würde noch schnell was zu dem Schwimmen sagen. Ja. Weil es ist lustig, ich habe mich da erst vor kurzem mit einer Freundin unterhalten und die hat Schwimmkurse für Kinder gegeben. Mhm. Und da ging es eben auch genau um das Thema mit dem Schwimmen. Das ist ja super so und einfach für die Kinder. Also sie hat gemeint, das einzige Problem ist, dass es halt später richtig schwierig ist, den richtiges Schwimmen das beizubringen. Und das Hauptproblem daran ist, es sieht halt, also es geht ja nicht darum, dass der schöner ausschaut, sondern dass es halt einfach für den Körper viel anstrengender ist, so zu schwimmen als so. Und dass halt dann gerade, wenn man jetzt halt, am See, wenn du zur Insel schwimmen willst, das ist halt dann, dann kommst du an. Und das ist die Hunde immer so aus der Puste halten, das war also, das wäre halt dann da der Vorteil, wenn man es halt richtig lernt. Hätte ich jetzt halt dann gesagt. Ich meine, ich habe ja auch nichts dagegen, aber wie gesagt, bei der Katharina, das hat halt nicht, ich weiß nicht. Vielleicht ist es überfordert oder so. Die haben halt auch gesagt, normalerweise beginnt, das weiß ja deine Freundin wahrscheinlich auch, so mit 7 Jahren ist so das richtige, oder gutes Alter, sag ich mal, dass sie das halt auch so checken mit der Koordination. 7? Ja, anscheinend schon. 7 ist schon. Anscheinend schon, ja. Und sie fand, die Katharina hat das halt auch, die hat eigentlich alles einzeln gut gekonnt. Sie hat bloß gesagt, das ist auch noch sehr früh, mit 4 Jahren, diese Verbindung zwischen den 2 Gehirnhälften. Das ist also beides klar, Richtig, ja. Also das ist anscheinend nicht so einfach. Und du solltest einen flüssigen Hampelmann können.
Das, mhm. ist, schön. Und ja. das ist halt anscheinend für das Alter noch sehr schwierig. Mhm. Wie habt ihr es ihr gemacht? Mit Wasser im Urlaub? Schwimmflügel. Also, aber wir waren jetzt, glaube ich, noch nie irgendwo, wo wir einen eigenen Pool gehabt hätten. Lass mich jetzt gerade denken. Also wir waren jetzt wirklich schon öfters mit dir im Urlaub, auch geflogen und so. Also Flug nach USA haben wir noch nicht hinter uns. Also so einen langen. Also das weiteste war nach Teneriffa, also gerade mal 4,5 Stunden einfach. Mhm. Aber da muss ich sagen, da war sie 6 Monate alt. Mhm. Und das ist halt wirklich so im Nachhinein, Gott, da hätten wir weiterfliegen sollen. Ja, also, ja, weil da pennen sie ja den ganzen Flug. Und jetzt hat halt, jetzt war man letzte Woche nur schnell auf Malle und dann da fliegst halt 2 Stunden. Aber 2 Stunden mit einem Kind, das halt einen Bewegungsdrang hat. Auf dem Sitz eingeklemmt. Es ist halt irgendwie, also es ist halt einfach super. Also ist absolut machbar, kein Ding, aber es ist halt einfach für einen selber, finde ich, wahnsinnig anstrengend, ständig Buch anschauen, irgendwas aufglauben und das auf beengtem Raum. Aber, das ging damals auch mit der Katharina. Das Geilste war der Alex, wirklich so, wie du sagst, du bist ja eigentlich nur am Rotieren, Spielsachen, komm, machen, tun, ba. Alex, boah, guck mal, die haben den Marsianer im Programm, den will ich sehen. Blub. Nein! Genau. Jetzt hat 2,5 Stunden. Doch, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Was ist das für ein? Da hat es den Glöckner nicht gegeben, da sind wir nach Ägypten geflogen. Und ich habe mir am Flughafen irgendwo eine Lebensmittelvergiftung eingefangen. Ach, und ich habe vor, der Flug ist um 2 Stunden irgendwie verschoben worden, weil irgendwas im Flieger war. Und ich habe dann in München am Flughafen Ryanair schon angefangen und war eigentlich nur. Das ist auch das typische, egal was rauskommt, es kommt sofort wieder raus. Reikind kommt sofort wieder raus und ich bin in der Mitte gesessen zwischen meinen 2 Männern. Und ich habe halt nur, egal was ich drum und ich habe so viel Durst gehabt, dann trink. Mitten unter den Dinger. Was macht mein Mo? Ja, dann trink halt nicht, wenn du weißt, dass er wieder kommt. Und der war dann sehr gepisst. Sogar der Kleine hat dann irgendwann. Es geht schon wieder. Oh Mann. Boah, Alter, das war so. Aber das ist ja, das ist. Bei der Sozialkompetenz. Ja, so manchmal roffen sie so Dinger raus, gell, wo du denkst, das glaube ich jetzt einfach nicht. Aber ich bin diesmal besser vorbereitet. Also die Katharina hat das letzte Mal bei diesem 10-Stunden-Flug eigentlich nur Schwierigkeiten, weil du weißt ja, oder beide, mit Start und Landung, sie müssen ja auf dir sitzen, ruhig auf dir sitzen. Und eigentlich war das nur ihr Problem. Ja. Sie wollte nicht angeschnallt werden, sie wollte nicht auf mir sitzen. Und die hat sich bei der Landung in den USA so in Rage geschrien und geweint. So ein Landeanflug kann sehr lange sein. Ja, 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 wirklich. Und 20 Minuten mehr. Dann hat sie so in Rage geheult, dass die angefangen hat zu brechen. Oh, shit. Und der Mann neben mir kämpft Zeitung, gechillt. Und ich habe mich so 1000 Mal mit diesem Mann entschuldigt. Was sagt er? I have 5 daughters. No problem. Also der war total gechillt. Sowas finde ich auch cool. Ich meine, du fühlst dich ja als Elternteil sowieso schon schlecht. Du willst ja niemanden stören oder machst das ja nicht mit Absicht, dass du jemanden terrorisieren willst. Ja. Ja? Und wenn du dann noch jemanden hast, der sagt, oh Gott, Kinder und blablabla. Ja. Ja, es tut mir leid. Das Geilste war beim Rückflug, als ich das auch mal erzählt habe, da kam ein älteres Pärchen und du hast ja diese Babyreihe, gibt es doch auch im Flieger. Gerade bei langen Strecken hast du ja vorne diese Reihe, wo du dieses Bettchen reingeklappt bekommst und pipapo. Und wir saßen da schon drinnen, dann kam so ein Rentner-Ehepaar und dann sagt er zu ihr, zeigt auf mein Kind, guck, da ist eins, habe ich dir doch gesagt. Yay! Oh, Jesus Christ. Aber solchen Leuten wünsche ich dann schon, dass mein Kind die mal anspeit oder so. Voll. Also Entschuldigung. Da ist eins. Weil da gibt es aber also diese Menschen, wenn du in der Trotzphase bist, im Supermarkt fällt mir das immer ein. Ja. Kann ich das haben? Nein. Nein. Aber, und dann Kinder kriegen ja irgendwann auch ein Gespür dafür, wann da was unangenehm ist. Und dann, dann gibt es aber auch wirklich die Leute, die dann. Ja, genau. Ich dachte das einfach. Und dann wird immer mal ein FC Bayern Schal oder sowas auftragen und sagen, ja, jetzt wird es glaube ich hinterher gefunden. Wie ist das? Hast du auch schon so diese Trotzphasen? Wir kommen da gerade rein und es macht wahnsinnig viel Spaß. Ja, jetzt fängt es gerade an und vor allem gerade mit den Dingen so selber machen. Also ich würde es selber machen und flippt völlig aus, wenn mir helfen will, aber also, manchmal so, geht es nicht anders. Genau, gerade wenn man unter Zeitdruck ist, so, nein, wir müssen jetzt die Jacke anziehen, wir müssen jetzt los. Also, das ist halt ein Lehrerberuf blöd, um 8 Uhr geht halt schullos. Da kannst du halt nichts. Wann bringst du sie? Oder bringst du sie? Ich bring sie in die Kita, schon. Ja. Also ich bring sie so um 7:15, 8:15. Ja, genau so um den Dreh. Das war schon früh, gell? Ja, also die machst halt um 7 auf.
Nein. Die, also da, sie wartet leider jeden Tag, auch am Samstag und Sonntag. Zum 6 halt. Sie wann geht auf? 7. Das so, ist schon, ne? Musst also. Du aber auch, weil ja, ja, sonst schaffst du es nicht. Schockiert, dass du halt so lange kennst. Ja, ich weiß nicht, was du machst. Ne? Wie hat jetzt ihr Kind? Was ist das? Das ist Ausnahme. Also, ich habe ja ein schlecht schlafendes Kind generell, oder beide Kinder. Ich habe das erste Mal, die Katharina durchgeschlafen, da war die, glaube ich, 2. Also, die schläft gerne, und die Madeleine ist ganz genauso, die schläft auch so unruhig und. Obwohl es auch 2 verschiedene Schlafmuster sind, ist mir letztens eingefallen, weil die Katharina hat bei uns im Bett geschlafen, weil wieder der Alex hat ein Problem, ich auch nicht. Also hat sie, glaube ich, bis 2,5, fast 3 sogar bei uns im Bett geschlafen. War uns wurscht. Und die Madeleine habe ich ausquartiert. Halbes Jahr? Nein. Dreivierteljahr. Dreivierteljahr. Glaube ich, sowas, ja. Weil die halt auch so leicht aufgewacht ist. Mhm. Ne? Dann habe ich die raus. Aber die schläft genauso schlecht. Ist eigentlich wurscht, wo das Kind schläft. Und heute war es so. Die ist um 9:30, glaube ich, eingeschlafen, wegen einer gewissen Staubsaugerproblematik. Und dann kam sie um 3:00 und dann, das ist der typische Gang, weißt du, nachts, na, Flasche, rein, ja, und getrunken, bin ich wieder raus. Und dann wollte sie aber kuscheln und hochgenommen werden. Also, oh, weißt du was? Dann habe ich sie mit rübergenommen. Und normalerweise, wenn du ein Kind hast, was ja außerhalb schläft, ist ja der andere Schlafort dann normalerweise dreht sie dann immer, oh geil, Papa, ich bin hier. Ja, voll krass. Ja. Aber heute Nacht war tatsächlich hinlegen, schlafen bis um 9. Das war krass. Okay. Wie ist es bei euch im Schlaf? Habt ihr Familienbett? Mm-mm, nicht mehr. Also ich habe sie gestillt, bis sie 9 Monate war, und da hat sie dann auch, also wir hatten ein Beistellbett. Das haben wir tatsächlich immer noch, weil manchmal brauchen wir es noch. Mm-hmm. Also das ist recht groß. Und dann haben wir sie ausquartiert in ihr eigenes Zimmer, und da schläft sie dann eigentlich immer. Außer aktuell ist es halt irgendwie so um 5 Uhr in der Früh, dann wacht sie auf und dann ist es auch okay, dann kann sie zu uns ins Bett kommen. Also wegen dem Stündel dann, also das passt dann schon. Weil ich es immer schlimm finde, so eine Stunde oder eine halbe Stunde bevor aufstehen ist. Also ich schlafe dann nicht mehr. Nee, ne? Ich schlafe keiner mehr. Nee. Vor allem das Kind der Papa schläft, der Papa. Papa, ne? Also das ist schon. Je. Wenn sie dann gestresst sind, war harte Nacht, gell? Ja, dass du gestört wurdest in deinem Tiefschlaf, tut mir unglaublich leid. Stehst du auf, oder? Ja, na, wobei, das stimmt nicht. Also kommt dadurch, dass ich jetzt auch arbeite, also vorher war schon immer ich, aber jetzt steht schon der Papa auch manchmal auf. Lernen sie das, wenn man sagt, du, ich arbeite jetzt wieder, jetzt laufen die Uhren anders, geht das? Ja, mein Mann ist da wirklich, ich glaube, das kann man nicht, also der ist da wirklich sehr einfühlsam und also der ist da wirklich... Sie also, müssen sich kennenlernen. Also, ja, also da, das ist überhaupt kein Problem. Also da, der macht das echt ist auch. Gut. Und in der Nacht und das deine oft so. Tochter akzeptiert die ihn auch. Ja, ja. Von Anfang an. Ja. Weil die fand Papa-Kind ja so geil. Geh mal rüber zu. Teilweise, ja. Geh mal rüber zu ihr. Ja, siehst du, genau. Geh mal du rüber zu ihr. Da wird es noch schlimmer schreien. Ich will nachts kein Papi. Das war bei uns im Urlaub. Wenn wir dann das letzte Mal nach Ägypten geflogen sind, da war der Kleine eigentlich 6 Monate, 8 Monate, irgendwie so. Mhm. Und da war halt, ja, das war alles ein bisschen fui und es war sauber. Also das, glaube ich, war für den Kleinen auch wirklich mega Stress. Und da war halt nur Mama. Mhm. Dann habe ich dem Papa mal gegeben, wenn ich irgendwie bisseln habe müssen oder einfach mal, keine Ahnung, der hat eine Vaterphobie, der mag mich nicht. Ich war alles ein bisschen angespannt. Oh Gott. Und da war es wirklich ganz extrem. Also das kann ich vielleicht zu Urlaub mit Kind nur sagen, da haben wir ihn überfordert. Das hätten wir so, wir sind 4 Stunden oder 3,5 Stunden nach Ägypten geflogen. Ja, Sommer Ägypten ist, glaube ich, für jeden hart. Ja, 42 Grad, dann lernt er gerade zu laufen oder krabbeln. Es ist aber der Boden so heiß, dass er nirgends auf den Boden kann. Ja. Wir waren in dem Hotel mit dem besten Essen, aber nicht für Kinder, der Babypool hat 1 Meter Tiefe gehabt. Das war alles irgendwie nicht so. Ja. Also man muss schon schauen, der Urlaub mit Kindern ist einfach anders. Ja, total. Das stimmt. Also was war jetzt früher nie. Was habt ihr so gemacht? Also wir waren halt jetzt da in der ersten Elternzeit, waren wir auf Teneriffa mehrere Wochen halt. Und das war halt irgendwie so das erste Mal, dass wir halt so ein Selbstversorger-Apartment gebucht haben. Also sonst normalerweise haben wir halt schon irgendwie Hotel oder Airbnb. Ja. Oder, und da haben wir halt gesagt, okay, wir brauchen unbedingt eine Küche, wir brauchen eine Waschmaschine. Ja. Und ja, also dahingehend hat sich es auf jeden Fall geändert. Aber
fand ich mit Kind jetzt einfach das Beste und sag mündlich halt einfach. Ja, und musste ich nicht an irgendwelche Essenszeiten halten. Also das war einfach da wirklich. Ja, mei, sonst, was haben wir noch gemacht? Mei, Molle, da fliegst du nicht lang. Und das ist halt einfach super angenehm. Was macht ihr im Urlaub? Mit dir wandern oder baden? Nein, oder? Um Gottes Willen. Dankeschön. Nein, also wandern ist, glaube ich, das Schlimme. Also, nein, wir werden nicht wandern. Anti-Wanderer. Ja, also die Mama hat letztens gefragt, also meine Mama, ob sie uns nicht einmal ein Kraxen schenken soll, damit wir mal wandern gehen können. Wir haben gesagt, nein. Dankeschön. Sicher nicht. Wird nicht benötigt. Nein, dann ganz sicher nicht. Nein, mei, was machen wir? Strand. Also jetzt gerade so in dem Alter, wo es, also jetzt wo wir letzte Woche auf Mali waren, war es halt einfach, hat sie die ganze Zeit im Sand gespielt und Spaß, Strand gell? Und Burgen bauen und mit dem Papa auch und Leute gießen mit dem eiskalten Meerwasser. Wenn dann alle schreien, finde ich super. Aber das ist ja so super, wenn es banschen können mit dem Wasser, wenn es werden können. Mir hat das jetzt im Winter so gelangweilt, weil Wasser ist immer geil. Ja. Das stimmt allerdings, wie mit unserem Loch. Also jetzt im Übrigen zu meinem zu meinem Poolunfall. Ja. Die Pumpe war gestern in der Badewanne miteinander. Mhm. Der Papa war beim Duschen. Mhm. Und ich habe irgendwie Küche aufgeräumt, keine Ahnung. Und dann von mir her ist, wumm, oh Papa! Dann ist er wieder umgefallen. Und ich glaube, der hat jetzt eine Wasserphobie für immer. Das stimmt, der war schon auf Badewanne. Genau, weil nach dem Poolunfall wollte ich mit dem Bulldog später baden und der ist mir nicht in den Badewanne gegangen. Mhm. Also der hat richtig Panik gehabt. Ja. Toll. Toll. Immer besaut. Mit keinem Wasser. Schön. Oh, schön. Ja, aber Pool, das war letztes Jahr mit der Kette. Nee, das ist schon. Wann sind unsere Kinder auf die Welt gekommen? 17. Welchen Jahr? Juni 17, genau. Und da war die Große. Die ist gerade 3 geworden, richtig, genau. Und da war ja auch cool und mit 3 Jahren, also sie checken es ja schon, ja, nein, wissen ja schon, was sie dürfen. Mhm. Und dieser war auch schon eh und je Wasserratte. Also Wasser zieht die magisch an. Hat auch keine Angst oder so, geht unter, dann wird so hoch, hahaha. Und das ist bei der Kleinen im Übrigen auch schon so. Schön. Und da waren wir auch im Pool und alle, also wir waren mit meinen Eltern, mit meinem Bruder, ich glaube 2, 4, 6 Erwachsene, 4 Kinder, alle um den Pool herum. Und immer Schwimmflügel, Schwimmflügel, Schwimmflügel. Natürlich kommt irgendwann der Punkt, wo keine Schwimmflügel dran sind. Und ich schwanger, im Oktober haben wir ja entbunden, gell? Sitze so da, beobachte mein Kind und es schlawenzelt. Und Katharina geht da weg. Und es schlawenzelt, es schlawenzelt, es guckt mich an. Flupp. Einfach ins Wasser gestiegen. Einfach so, ja. Und jetzt rate mal, von den 6 Erwachsenen, die übrigens alle die Szenerie beobachtet haben, wer in den Pool gehechtet ist, wie Free Willy. Wusch. Natürlich die Schwangere mit dem Bauchplatscher. Wahrscheinlich hat die Madeleine auch irgendeinen Schatten von abbekommen, ja. Kind hoch und die andere lacht, ja. Und der Alex noch so, ja, ich wäre auch gleich gesprungen. Ja. Bloß mein Bier noch und dann. Der Knaller, aber so viel zum Thema, es geht schnell. Selbst wenn du sie. Also es war wirklich so, ja. Weißt du, wie der Crocodile dann die Blick, ja, und la 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 la. Flupp. Ja, von dem, was am meisten Angst hat, das passiert. Bei mir war das aber auch, ich habe auf Instagram mal irgendeine. Die Mama, die Frau von dem vom American Pie Typen. Ach du Scheiße, keine Ahnung. Ja, genau. Weiß man nicht, wie er heißt. Ja, nicht. Ja. Von dem die Frau, die ist sehr auf Instagram aktiv und, irgendeine andere, ist egal, irgendjemand hat mal einen Promi gemacht, hat mal gepostet, der ist das Kind tatsächlich gestorben, das ist im Pool gefallen und die hat, um Eltern wachzurütteln, das Foto mit diesem Kind, mit diesem sterbenden Kind an Geräten irgendwie gepostet und das hat mich so in Mark und Bein getroffen, deswegen bin ich da so panisch. Ja, das Schlimme ist auch in den USA, weil es ja jeder hat. Also gerade so südstaatenmäßig, ne? Da bist du ja, es ist warm, jeder hat einen Pool. Ich bin jetzt auch wieder sehr gespannt, mal sehen, was vielleicht rum wird. Wo fliegt ihr hin? South Carolina. Mhm. Okay. Ja, und dann, obwohl es hat letztes Mal der Teil mit der Katharina auch toll funktioniert und da war sie genauso alt wie die Madeleine. Ja, schau. Also von daher. Das wird schon. Vor allem musst du dir immer bei Babys, finde ich, auch noch so ein Planschbecken. Einfach den Reiter, wie du sagst, das Punchen. Mhm. Ja, also wenn du gerade so ein bisschen Wasser drin hast und da Hauptsache es ist so, dann ist es ja eigentlich schon ganz gut. Habt ihr noch was vor?
Ja, also jetzt in den nächsten Ferien fliegen wir mal nach Sardinien. Habe ich festgestellt, fliegt man auch überhaupt nicht lang. Nicht einmal 2 Stunden einfach. Ich echt? Was? Ja. Ja. Also halt im Norden von der Insel, aber das ist ja auch eigentlich schon ganz schön. Und ja, genau, das ist sozusagen mal der nächste Plan. Bist du genervt, dass du nur Schulferien hast? Ist das wirklich so ein Punkt? Ja, also ich muss sagen, als ich Elternzeit hatte, habe ich schon genossen, halt mal außerhalb der Schulferien zu fahren, einfach wegen den Preisen. Ja. Ah, du bist ja jetzt auch schon gebunden, ja? Ja, ja, freilich. Stimmt, du bist ja gebunden. Total. Also ich habe das Glück, dass ich halt am Freitag einen freien Tag habe. Also ich habe 2 Freitage, einer davon ist Freitag. Also theoretisch kann man halt dann schon Donnerstagabend fliegen oder halt Freitag. Und zum Beispiel zu den Osterferien habe ich meine Schwester in London besucht und dann bin ich halt Donnerstagabend geflogen und das ist halt einfach ein Preisunterschied von, wie wenn ich jetzt am Freitagabend fliege. Ja. Und das ist halt schon, also man muss halt wirklich immer dann Ich war schon an den Gedanken dran, dass man so, wie heißt das, Bürgerdingens, kannst du das machen? Ja, ich finde, es sollte andersrum sein. Wieso werden denn werden Familien, die Leben in die Welt setzen, bestraft? Also ich finde wirklich, es tut mir leid, aber Singles und Pärchen ohne Kinder sollten mehr zahlen. Ja, genau. Du wirst als Familie doch bestraft, dass du in den Ferienurlaub bist. Meist hat einfach Angebot und Nachfrage. Also, Ägyptenurlaub, mit einem Kindergartenkind nicht gebunden, haben wir über die Hälfte weniger Zeit, wie er jetzt hat in der Schulzeit. Und da ist nur Baby dabei. Also, Du, mein Bruder und Mette, die sind so Robinson-Club-Fans. Ne? Mhm. Also schon eh und je gewesen. Und auch 2 Töchter. Und die eine kommt jetzt in die Schule. Also dieses Jahr ist dann das erste Jahr, wo sie dann auch Ferien gebunden sind. Und dann hat er irgendwann gesagt, willst du mich verarschen, was das ist? Ich meine, Robinson ist ja generell jetzt nicht die günstigste Sparte, ja. Aber dann hat er gesagt, da 10 Tage Griechenland und stand da 11.000 Euro. Schön! What? Was stimmt denn mit der Welt? Dann hat er gesagt, so Campingplatz, ne? Nichts mehr mit Robinson. Aber das ist schon... Das könnte man mal anstoßen. Oder? Ja, also du wirst, dass du irgendwie ein Gesetz entwirfst, dass in Ferienzeiten es günstiger sein muss als außerhalb der Ferienzeiten. Ha! 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 Ich bin ein Ja, da werden bestimmt alle Fluggesellschaften und so mitmachen. Ja, ich find's schon traurig ein bisschen. Ja. Naja, wir kommen jetzt zum Ende. Wir quatschen schon wieder fast 1 Stunde. Und zum Abschluss darf ich gerne ein Mami-Fail präsentieren, wo jede Mami so ein bisschen erzählt, wo man sich als Mama richtig schlecht fühlt. Und ja, es geht uns alle so, und um das zu teilen, der wieder sein Mami-Fail. Soll ich anfangen? Ja. Ich war mit dem Großen in der Metzgerei. Also nicht im Supermarkt, sondern in der richtigen Metzgerei. Und habe irgendwas gekauft. Und Gulasch. Ich habe ein sehr gutes Gulasch gemacht. Und wie ich das hergeschnitten habe, das wollte ich sagen. Und der Metzger hat einen Rollbratenbraten gerollt. Und mein Großer, der ist ja schon sehr cool. Was ist denn das für ein Tier? Und hat halt ein bisschen nachgefragt. Und dann macht der Metzger irgendwann den Rollbraten. Und schaut, da sind Trippen da drin. Und mein Kind. Wie widerlich ist das denn? Das ist voll eklig. Ich esse nie wieder Fleisch. Jeder hat es gehört. Und dann hat der Metzger bloß angeschaut und hat gesagt, ja, das kennt ihr Kinder gar nicht mehr. Ihr meint alle, das kommt in der viereckigen Plastikschale. Und dann habe ich nur so einen Seitenblick gekriegt von ihm. So. Und ich so, Gott. Das war ganz ein schlimmer Moment. Und ich muss jetzt wieder mehr zum Metzger gehen. Aber zum anderen. Nur zu dem. Es war echt, war sehr unangenehm. Ja, also. Aber hat er seitdem wieder Fleisch gegessen? Ja, natürlich. Das ist ja immer das. Ja, das ist ja der Moment, das sollte er schocken. Schau. Ja, mein Mann ist ja dann so einfühlsam und sagt, ja, eigentlich, wenn man Fleisch isst, müsste man selber schon mehr Tier umgebracht haben. Wo er recht hat, im Prinzip, aber... Wenn wir das alle müssten, ich glaube, da wären wir jetzt die Hälfte Vegetarier, ganz ehrlich. Kannst du irgendwas umbringen, was dich so anschaut? Ich war mal dabei, wenn man ein Hin tatsächlich... Echt? Ganz hat mein Vater weggeschlagen. Ganz? Das ist schon ein Viech, oder? Ja, ich hab's zupfen müssen, ich hab die Federn dran. Das war richtig widerlich. Und es stinkt voll, wenn du das auskochst. Aber da weiß ich. Ja, die arme Gans, ne? Erzähl uns doch mal dein Mami-Fail. Du hast eigentlich mein Mami-Fail schon rausgegeben, wo ich zu dem 11-jährigen Kind gesagt habe, dass es fett ist. Ja, nochmal Gratulation dazu. Dankeschön, ich bin auch sehr stolz. Und du, was möchtest du mit uns sein?
Ja, toll. Eigentlich habe ich mir ihn auch schon erzählt. Halt dieser Moment, wenn man das Kind in der Kita abgibt und dann weint es voll und dann fährt man aber. Ich weiß nicht, ich finde das jetzt nicht so Mami-mäßig. Das ist ein schreckliches Gefühl, das finde ich auch. Obwohl, gerade noch mal kurz dazu, es gab auch in unserer Kita-Zeit mit der Katharina ein Kind jeden Morgen. Bis aufs Blut geschrieben, du hast gedacht, dem Kind wird die Haut abgezogen. Ist da die aber nicht überhaupt dauernd? Ja, genau. Jeden Morgen. Und kaum war die Mami weg. Ich meine, du hast ja schon gewusst, am Anfang hast du gedacht, Gott, was machen die mit dem Kind? Aber dann kennst du irgendwann deine Pappenheimer. Und sobald die aus der Tür raus war, Sende. Boah! Krass, da kriegst du auch ein einjähriges Kind schon Leichen. Aggression, ja. Aber das hat echt, also weißt du, nicht nur so, sondern. Aus voller Seele raus, jeden Morgen. Gott, schön. Das muss man mitmachen. Ja, für schön. Thema, sie machen das nicht mit Absicht. Mhm. Ja. Genau. Naja, na gut. Du würdest du bitte mal rechts neben dir auf den Sitz, da ist so ein Kartondingens. Das ist dein Gastgeschenk. Du musst umdrehen. Oh, oh. Man sitzt insgesamt zu wenig am Meer. Ein Kaffee-Recyclingbecher. Oh, cool, danke. Oh, ich liebe Teile. Ja. Danke. Danke. Das ist wirklich ein sehr tolles Gastgeschenk. Danke. Dankeschön. Ja,